willkommen zum Baumwetterkanal. Heute will ich euch noch mal einen kleinen Trick verraten, den ich benutze oder gern benutze, wenn ich mit der Kurzsicherung im Baum unterwegs bin. Weil da haben wir ja folgendes Problem. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf einem großen Baum, ich muss mal die Seite nehmen, weil auf der anderen Seite habe ich schon vorbereitet, was ich euch zeigen will, damit das hier aber deutlich wird. Wenn ich jetzt in der Krone bin zum Beispiel, ich bin ziemlich weit oben und kappe hier und mache hier, dann habe ich ja das Problem, wenn das Seil nachher zu eng wird, dann wird es unangenehm für mich, noch da drin mich wirklich zu halten. Wie kann ich das klären? Indem ich dann zum Beispiel eine Seite rübernehme und dann quasi so eine Art Kreuzsicherung mache, um mich reinzuhängen. Das ist eine Variante. Man muss es nicht so kompliziert. Also es gibt Leute, die tauschen dann quasi diese beiden Seiten, indem sie halt diese Seite dann rübernehmen und diese Seite hier rübernehmen. Also wie gesagt, das ist natürlich zu umständlich. Das muss man nicht haben. Das geht einfacher, indem man quasi einfach nur das Seil belässt, also die Kurzsicherung belässt, wie es ist, einmal unten rumschlägt, ja, und dann hier rüber geht und schon ist hier diese Schlaufe da vorne, die eben verhindert, gerade wenn es oben windig wird und sowas alles und man droht hin und her zu schwingen, dann gibt einem das hier mehr Sicherheit. Aber wenn ich sowieso ständig so eine dünne Äste da oben habe, ja, dann kann ich mich auch anders behelfen und zwar viel nachhaltiger. Ich habe mir dazu hier diese Prusik-Schlinge mit der Aluminiumverstärkung sozusagen reingehangen. Und dann mache ich Folgendes. Dasselbe könnt ihr auch machen ohne diese Aluminiumverstärkung. Das zeige ich euch auch gleich nochmal. Das heißt, ihr lasst sie auf der Seite, wo ihr sowieso rumgeht. Ja? So ist ihr dann auch nicht im Weg und ihr müsst auch nicht überlegen, wie viel brauche ich denn davon. So, jetzt habt ihr hier eure Kurzsicherung eingehangen und ihr habt jetzt hier das Spiel. Also macht ihr Folgendes. Ihr nehmt euch einfach einen Karabiner. Den habt ihr natürlich dabei. Ja? Und klickt den hier ein und klickt den gleichzeitig hier ein. Und wenn ihr das Ding enger haben wollt, dann zieht ihr ihn richtig dicht dran und dann habt ihr hier, merkt ihr schon, wie sich diese Geschichte schon gar nicht mehr mitbewegt, weil die wirklich sehr, sehr stabil ist. Und ihr könnt teilweise Sachen machen, die ihr nur machen könnt, wenn ihr normalerweise euch über euch irgendwie einen Ankerpunkt gemacht habt und mit dem rumschwingt. Das könnt ihr dann hiermit auch machen. Ja, werde gleich noch mal sehen, wie das funktioniert. So, das heißt, ich kann schon eine Verschiebung, ich kann hier rüber arbeiten und bin trotzdem noch fest fixiert. Ja, funktioniert sehr gut. Das zeige ich gleich noch mal im Detail, wie das dann ausschaut. Aber wie gesagt, ihr könnt auch die ganze Geschichte nehmen und nur einen Karabiner reinmachen. Funktioniert auch hervorragend, hat aber einen Nachteil. Und zwar ist es dann sehr unter Umständen sehr schwierig zu lösen. Wenn er erstmal hier drin hängt, ja, der kann zwar wandern, aber vom Prinzip her ist der auch sehr fest und ihr könnt hier ein bisschen rumgehen und habt einen stabileren Halt hier. Das heißt, das rutscht nicht so ohne weiteres weg. Ja? Und wenn ihr jetzt mal fallt, ist das eine Sicherung, die euch nicht erst noch 2 Meter runtergleiten lässt an den Stamm, bis der dann irgendwann Halt findet, sondern ihr könnt quasi nur bis hierhin fallen und dann hängt er schon. Also das ist gerade wenn es nachher stürmisch wird da oben, ist es halt schon, kann sehr angenehm sein. Also wenn ich den lösen will, muss ich natürlich hier richtig Kraft aufwenden. Ich finde, die Variante kann man mal machen, aber eigentlich ist er halt doch ziemlich anstrengend, kann das sein, wenn da richtig Spannung drauf ist und ihr richtig drin hängt. Insofern würde ich schon das mit dem Prusik-Knoten hier bevorzugen. Ja, und da habt ihr dann, seid ihr flexibler und ihr könnt das auch nachjustieren. Und vor allen Dingen die Prusik-Variante ist einfach auch dann rutschfester. Da passiert nicht so viel. Ja, ihr seid hier gesichert. Ja, und wenn es jetzt runtergehen würde, hängt er sich sofort ein. Das ist halt der Vorteil auch von diesen Dingern. Und das gibt unwahrscheinlich Sicherheit, wenn ihr jetzt hier oben arbeiten müsst. Ihr müsst hier weg sein, hin und her. Es ist nämlich was anderes, als wenn ich jetzt mich in der Situation befinde und jetzt runterrutsche. Ja, dann habe ich natürlich das hier alles. Also ich gehe richtig ab und gerade das will ich mir unter Umständen nicht geben, dass ich jetzt hier im Extremfall abrutsche und wenn ich jetzt hier mich reinhänge, ihr seht, der hängt sofort. Ja, also auch wenn er schnell gehen würde, ich bin jetzt hier locker und der ist, sofort ist der straff. Und das ist halt der Vorteil und ich kann das
Zuschauer. Das bringt mir, also ich sag mal so, wo bringt das was? Es bringt bei Situationen, wo ich damit rechne, abzurutschen und zu viel Spiel noch zwischen mir und den Stamm habe. Weil, wie gesagt, das ist dann unangenehm, wenn ich erst in 2 Metern mir hier alles aufschrabe. Ja? Das will man unter Umständen nicht haben. Und um das abzusichern, mache ich hier eine kleine Sicherung rein. Die habe ich natürlich nur drin, solange wie ich arbeite. Wenn ich mich natürlich bewege, mache ich nicht sowas, dass ich den jetzt hier locker mache und dann zum Beispiel in dem Zustand hier versuche zu liften. Das ist Bullshit. Ne? Da mache ich den auf, habe dann hier wieder meinen ganz normalen Spielraum und kann hier ganz normal arbeiten, wie sich das gehört. Ja? So ist das auch gedacht. Es ist halt eine Standsicherung, die verhindern soll, dass wenn etwas beim Arbeiten, Dorne rutschen weg. Ne? Sowas zum Beispiel, das soll verhindert werden. Wir können das ja nochmal versuchen zu simulieren. Weil immer, wenn sich die dann lockert, warum auch immer, weil man sich ranziehen muss, weil man vielleicht noch um die Ecke gucken muss, ja, dann habe ich das Problem, dass ich natürlich in unangenehme Situationen kommen kann. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, ich arbeite jetzt hier und jetzt lüfte ich das Seil mal. Seht, das Ding bleibt hängen. Ja? Und ich kann hier weitermachen. Und das ist doch relativ fixiert und hindert eigentlich daran, einfach mal problemlos runterzurutschen. Und das, je straffer ich das natürlich hier rummache, da geht einiges, ja, desto sicher ist das. Und das merkt man auch daran, wenn ich jetzt hier rumgehe, teilweise geht die Kurzsicherung, die bleibt einfach hängen. Und das ist halt das Ding, warum ich das manchmal nutze. Ich nutze es nicht immer, weil manchmal ist es einfach nicht notwendig, da bin ich noch weit genug unten oder der Baum hat so viele Stummel noch, dann würde ich einfach nicht rutschen. Wenn der sowieso in so einem Ding drin hängt, hier ist ein Stummel, ja, rutscht der von sich auch nicht. Dann braucht er es nicht machen. Aber wenn ich nur glatte Bäume habe und ich habe es dann auch noch windig und sowas alles, dann sichere ich mich gerne noch. Oder ich muss halt viel rumarbeiten. Ja? Und man achtet manchmal nicht drauf, weil man, ist halt doof. Ne? Dann rutscht man halt 50 cm runter und hiermit rutscht man gar nicht, weil dann ist es einfach fest. Und dann ist, wisst ihr Bescheid. Also, falls ihr was damit anfangen könnt oder welche Varianten nutzt ihr dafür, schreibt es doch mal gerne in die Kommentare.